So, da wären wir wieder. Ich starte mal lieber hier auf dem Hauptbildschirm, nur für den Fall, dass irgendwas schief geht mit dem Speicherstand. Nächster Patch ist also schon in 13 Tagen und der letzte Patch soll vor 2 Tagen gewesen sein. Also bei mir kam das erst vor kurzem an. Na gut, wir drücken Play, Continue und hoffen das Beste. Also unser Rucksack müsste gleich leer sein, zumindest ein Teil davon. Schwarzer Bildschirm ist nicht gut. Das da sieht ganz anders aus. Ich sehe keinen Slot für das Amulett, aber wir drücken einfach mal Start. Plop, 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 plop. Alles Essen ist plötzlich fertig. Okay, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12 Slots. Das ist doch mehr als gedacht. Und wir sollen jetzt wohl irgendwie einen Rucksack herstellen können. Oh, und die Kisten sind größer. Das ist doch mal sehr schön. So, die Amulette kommen schon mal raus. Die würde ich... Oh, die muss man statt der Rüstung anziehen? Das ist ja kurios. Das heißt, wir haben dann keinen Rüstungsschutz. Aber irgendwas... Nö, da ziehe ich lieber die Rüstung an. Den Rucksack. Das will ich als allererstes mal nachgucken. Wir haben nur 110 Forschungspunkte. Vielleicht reicht das ja. Rucksack. Kostet nur 4 Gras, 4 Stöcker. Gibt's sonst irgendwas Neues? Nö, hier schon mal nicht. Wir machen erstmal den hier. Und den müssen wir auch in den Main-Slot tragen. Das ist, ja, also es macht Sinn, aber... Das heißt, den Rucksack benutze ich jetzt nur, wenn ich wirklich irgendwas von A nach B transportieren will. Also von einem Lager zum nächsten. Und sonst tragen wir immer noch die Rüstung. Und wir können das Ding nicht im Inventar ablegen. Das wiederum ist sehr ärgerlich. Ja. Also behalten wir es erstmal so. Und wenn wir dann irgendwann... Also erstmal nehme ich nicht beide Amulette mit, falls eins... Warum nimmt ihr den Rucksack ab, wenn ich die Kiste öffne? Oh ja, ich wollte eigentlich ein Amulett hier lassen. Dich wieder anziehen. Und das da reinlegen. So. Also laufen wir jetzt immer mit dem Rucksack rum. Und wenn wir durch den Sumpf durch müssen, dann wechseln wir halt auf die Rüstung. Nur müssen wir den Rucksack dann irgendwo hinlegen anscheinend. Weil wir ihn nicht ins Inventar legen können. Auch nicht zusammengefaltet oder so. Das finde ich echt nicht so schön. Na gut, gucken wir, was wir noch so erforschen können. Achso, und wir könnten hier angegriffen werden von den Hunden. Und den Bienen und Vögeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Du tust aber hoffentlich nichts. Ja, aber ich weiß nicht, wann die kommen. Ich hoffe mal nachts, also haben wir ein bisschen Zeit. Was haben wir hier? Nichts Neues. Was haben wir hier? Die Goldsachen. Rasierer. Hammer, den ich endlich mal erforschen sollte. Und der anscheinend weniger Forschungspunkte inzwischen kostet. Okay. Aber sonst keine neuen Werkzeuge. Keine neuen Farmen. Ein Sleep Dart. Der ist auf jeden Fall neu. Und man braucht dafür einen Stinger und eine Krähenfeder. Nö, da war noch Fleisch drin. Okay. Schauen wir weiter. Eine Bienenmine. Ein Brett, 4 Bienen. Wie auch immer wir an die Bienen rankommen. Und Flint. Okay, hier ist eine Bienenbox. Dafür bräuchten wir aber auch Bienen. Was ist das? Schweinehaut. Das haben wir vorher auch noch nicht gesehen. Und wir haben schon ein paar Schweine in den Tod geschickt. Aber vielleicht können die das erst jetzt droppen. Müssen wir auch mal im Auge behalten. So, was haben wir hier noch? Papyrus? Nö, 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 nö. Zauber. Oh, das klingt sehr praktisch. Meet Effigy. Ich kann mich selbst durch die Wissenschaft wiederbeleben. Man braucht nur 4 Bretter, 4 Fleisch und 4 Haare. Wir haben 2 Bretter. Dann gehen wir doch schnell mal ein bisschen Holz hacken. Und stellen das gleich mal her. Das klingt nämlich sehr praktisch. Wenn wir gleich... Oh, Axt ist alle. Wenn wir gleich vor den Hunden überrannt werden, dann wäre es ganz praktisch, wenn wir uns wiederbeleben könnten. Wie auch immer das funktionieren soll.
Weil wir sind ja nicht da, um uns selber wiederzubeleben. Da ist irgendwie so ein kleiner Logikfehler drin. Aber gucken wir mal. Erstmal brauchen wir jetzt 12 Holz, um noch 2 Bretter herzustellen. Um dann das ganze Ding bauen zu können. Oh, und ich habe nicht geguckt, wie viele Forschungspunkte ich dafür überhaupt brauche. 200. Ja, kommt schon mal nicht hin. Das ist nicht gut. So. Und wir brauchen auch eh gleich Holz für die Nacht, die jetzt gleich einbrechen wird. Das ist nicht gut. Das heißt, wir schmeißen gleich ein wenig Holz aufs Feuer, werfen unseren Rucksack auf den Boden, nehmen den Speer in die Hand und ziehen die Rüstung an. Können wir den Rucksack mit Sachen drinnen auf den Boden legen? Ja, können wir. Sind die Sachen auch immer noch drin? Ja, sind sie. Sehr schön. Ich hoffe mal nicht, dass das Ding zerstört wird. Das wäre ärgerlich. So, Holz, Holz, da. 1, 2, 3, 4. Und vielleicht noch schnell ein paar Fallen bauen. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir einen Hund mit einsperren können, aber ein Versuch ist es wert. So, Stöckchen fehlen. Stöckchen können wir auch noch schnell sammeln. 1, 2, 3 Stöckchen. Nächste Falle. Und, oh, das Feuer sieht sehr schick aus. Die haben auch irgendwas an der Grafik geschraubt. Sieht sehr feurig aus. So, haben wir noch Holz über für... Nein, haben wir nicht. 2 Holz fehlen. Das machen wir nochmal kurz. Damit wir die beiden Bretter auch schon mal herstellen können auf Vorrat. Wenn wir dann irgendwann die 200 Punkte zusammen haben. Aber wir können gleich mal das Inventar so ein bisschen durchforschen, ob wir nicht irgendwas finden, was wir verforschen können. So, wie zum Beispiel. Pinecones nicht unbedingt. Speer sollten wir in die Hand nehmen. So, Amulett verforschen wir auf keinen Fall. Die Saplings könnten wir verforschen. Die sind ja nur für die Zweige da und die gibt es überall. Kurz was essen. So. Was haben wir hier noch? Spinneneier. Da habe ich einen recht interessanten Kommentar zu gelesen, dass in der Nähe der Spinneneier wohl keine Tentakel spawnen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil so könnten wir uns einen sicheren Weg durch den Sumpf bahnen. Also zumindest tagsüber. Nachts würden da halt Spinnen rauskommen. Ja, den Rest will ich auch nicht verforschen. Und ich habe bisher keinen Wolf gehört. Das ist schon mal gut. Und da ist irgendwas in die Falle gegangen. Was bist denn du? Eine Feder. Hä? Da ist ein Vogel in eine Bodenfalle getapst? Oh ja, komisch. So, du. Oh, wir können die Sachen in den Rucksack so packen. Das ist ja mal praktisch. Denn ist ein Rucksack doch besser als eine Kiste, weil mehr reinpasst. Nee. 8. Okay, in der Kiste passt ein Ding mehr rein. Aber wir brauchen halt kein Holz. Für den Rucksack. Nur Stöcke und Stroh. Also man könnte eigentlich einen ganzen Haufen von Rucksäcken auf den Boden schmeißen und das dann als Lager benutzen. Ah, okay. Dum, 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 dum. Und das Feuer ist schon fast aus. Aber dafür ist die Nacht auch gleich rum. Hm, na gut, keine Wölfe. Dafür anscheinend irgendein aggressiver Vogel, der hier in die Falle getapst ist. Dich kochen wir auch noch schnell. So. Dann können wir ja wieder Rüstung gegen Rucksack tauschen. So, so, so. Da ist schon wieder ein Vogel rein. Aber die Vogelfalle ist echt... Oh, doch, diesmal ist da noch eine Feder dabei rausgekommen. Ah, dann ist die ja doch praktisch. Sehr schön. Ein wenig umsortieren. Tanzapfen haben wir jede Menge. Die wollten wir verfeuern. Also verforschen. So, 1, 2. Sehr schön, fehlen nur noch 70 Punkte. Aber ja, alles nicht ganz so drastisch, wie ich es gedacht hätte. Ich habe da ja Horrorgeschichten im Forum gelesen, dass je länger der Spielstand halt bestehen bleibt, desto schwerer werden die Wölfe. Und wir sind jetzt ja schon auf Tag 40, ohne uns wirklich darauf vorbereiten zu können. Deswegen dachte ich, wir werden gleich von unserem 10er-Trupp von Wölfen überfallen. Und im Schlaf dahin gerafft oder was auch immer. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Das heißt, es fängt jetzt erst bei 0 quasi an. Also könnte ich mir zumindest so vorstellen.
dass er jetzt erst anfängt zu zählen von der Eskalation und es ab jetzt jeden Tag schlimmer wird. Der Haken daran ist halt nur, dass wir uns bisher schon vorbereiten konnten. Wir haben nämlich schon die ganzen Ressourcen, wir haben unsere Basislager und so weiter. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. So, erstmal noch ein bisschen Rohstoffe sammeln. Und wir brauchen noch die 30 Forschungspunkte. Was könnten wir da mal machen? Ich könnte einfach 30 Tanzapfen reinwerfen, aber das dauert mir zu lange. Oh, Axt schon wieder kaputt. Das geht aber schnell. Wir brauchen unbedingt neue Stöckchen. Aber jeder Schlag verbraucht immer noch nur 1%. Also daran haben sie nichts gedreht. Okay. Das ganze Gras sollten wir auch sofort abbauen. Um neue Fallen zu bauen. Und wir brauchten Gras noch für ein paar andere Sachen. Das Zelt wollten wir immer noch bauen. Weil es unseren Skin ändert. Was genau das bringen soll, wissen wir immer noch nicht. So, die Federn. Wo packen wir die Federn mal hin? Und hier ist zweimal Monsterfleisch, das kann da rein. So. Die Haare brauchen wir später auch noch. Wie machen wir das jetzt? Wir haben die Kisten ja vor dem Patch ein wenig chaotisch hin und her geschoben. Weil ich die Sachen schnell einlagern wollte. Jetzt machen wir es so, dass diese beiden Kisten hier die Bio-Kisten sind. Das heißt, alles Bioartige kommt in die Kisten. So, kommst mit. Kommst mit. Kommst mit. Stein ist kein Bio, bleib drin. So, Spinneneier. Komm da hinten rein. Tanzapfen kommen da rein. Ungebratenes Fleisch nicht. Dünger kann da erstmal rein. Gebratenes Fleisch behalten im Inventar. Die 8 Pinecones hier, die verforsche ich jetzt. Ich habe keine Lust, noch einen zweiten Stack von denen anzufangen. Ich denke nicht, dass wir so viele brauchen werden für irgendwas. Oh, und die Pinecones bringen jetzt 3 Forschungspunkte. Vorher war das, glaube ich, nur einer. Das ist schon mal sehr praktisch. Da bin ich doch auch mal versucht, die Grassohlen auszuheben. Einfach nur, um zu gucken, wie viel die jetzt bringen. Ob die immer noch 20 bringen. Ich glaube, das mache ich mal. Wir haben nur keine Stöckchen. Okay. So viel dazu, dass die überall rumliegen. Na, ihr beiden könnt auch mal mit. Oh, und die Kohle können wir mitnehmen für heute Nacht. So. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt alles nochmal in die Forschungsmaschine schmeißen, um zu gucken, wie viele Punkte die jetzt bringen. Aber das werde ich erst ein andermal machen. Jetzt will ich erstmal das Wichtigste so zusammensammeln. Nur für den Fall, dass doch mehr Wölfe kommen. Also wir haben jetzt Kohle für die Nacht. Wir haben Stöckchen. Die brauchen wir nämlich auch für die Fallen. Und für die Schaufel. Die Schaufel nehme ich dann gleich. Kein Platz mehr im Inventar. Ja. Das essen wir mal roh. So, euch buddel ich mal aus, damit ihr näher an der Basis dran seid. Hier war doch einer, da war einer. Und es wird schon gleich wieder dunkel. Ja. Aber wir sind ja nicht allzu weit weg. Da können wir noch ganz kurz den da mitnehmen. Oh, was wir auch gut haben könnten, wenn denn irgendwann die Wölfe mal kommen, dass die unsere Yaks auffressen. Das wäre gar nicht gut. Denn soweit ich das beobachten konnte, respawnen die nicht. Dann würden wir nicht mal an den Dünger rankommen. Das wäre sehr ärgerlich. So, Dünger, Dünger, Dünger. Und schnell die Kohle reinschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier mischen wir uns auf Vorrat hin. So. Die Rüstung werfen wir auch mal hier hin. Damit wir sie jederzeit schnell schnappen und anziehen können. Bis dahin brauchen wir allerdings noch unseren Rucksack hier. Und zwar, du kannst verforscht werden. Euch wollte ich hier oben hin tun. So, so. Ah ja, ich wollte mal gucken, wie viele Punkte die hier bringen. Ich glaube, immer noch 20. Ja, bringen immer noch 20. Sie haben einfach alles andere erhöht. Das ist auch eine Art, Exploits zu fixen. So,
Das da rein. Gras behalten wir. Samen haben wir schon hier. Dünger hatten wir in der anderen Kiste. Und Beeren sollten wir ein bisschen braten. Damit wir nicht immer unser gutes Fleisch essen. Ist ja doch ein wenig Verschwendung. Denn das gute Fleisch heilt auch sehr viele Lebenspunkte. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade ein Hecheln gehört, aber war wohl Einbildung. Wir sollten erstmal den Vogel da unten befreien, weil der macht zu viel Lärm. Er kann ich gar nicht hören, wenn irgendjemand in die Nähe kommt. So. Jetzt schnarcht nur der Jagd da oben. Aber nö, ich höre keine Wölfe. Na gut. Dann verstauen wir weiter unser Inventar. Rasiermesser dahin. Spinnenseide ist auch Bio, Tanzapfen können verforscht werden. Also es scheint echt eine legitime Art, jetzt Forschungspunkte zu bekommen. Also einfach den ganzen Kleinkram auch reinwerfen. Wenn die jetzt wirklich 3 Punkte pro Kleinkram bringen, also selbst Gras und dergleichen, dann geht das ja echt flott. Warum auch immer. Ich meine, ich fand das vorher schon ziemlich schnell mit den Forschungssachen. Aber na gut. Wir wollten jede Menge noch erforschen. Dafür brauchen wir mehr Stöckchen. Kurz mal ein bisschen sammeln. Wir wollten das Zelt erforschen. Wir wollten einen Topf bauen. Dafür brauchten wir auch noch mehr Kohle. Und wir wollten irgendwann die bessere Forschungsmaschine uns zulegen. Das könnten wir, glaube ich, inzwischen. Aber na gut, wir brauchen erstmal mehr Kohle und so weiter. Aber das machen wir gleich. Jetzt gibt es einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.